Ja, mein Name ist Kurt Damaschke. Ich bin hier in Neuperlach der Ortsvereinsvorsitzende und auch der Fördervereinsvorsitzende Junge Arbeit. Wir unterstützen im Stadtteil die Beschäftigung von den Jugendlichen, den jungen Menschen, die es am schwersten haben, wieder in die Arbeit zu kommen. Und da freuen wir uns, dass erstens Claudia Tausens bei uns mitmacht im Förderverein und seit einigen Jahren unterstützt, auch wenn wir da immer mit kompetenten Fragen auf dich zukommen. Und es ist ja klar, wenn du erstmal in Berlin bist, dass wir da auch von dir ein paar arbeitsmarktpolitische Unterstützungsaktionen bräuchten. Ja, da kann ich euch dann hoffentlich auch sehr gut helfen, aber als Stadträtin kann ich euch auch schon länger helfen. Ich bin wirklich vor einigen Jahren gerne hier beigetreten, unterstütze den Verein nicht nur politisch, sondern auch persönlich, weil es mir wirklich ein Anliegen ist, diese Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen, mit Jugendlichen, die es schwerer haben, einen Ausbildungsplatz zu finden, Fuß zu fassen im Berufsleben, diese Arbeit auch zu unterstützen. Und wir unterstützen sie als Stadt München, aber natürlich wird es auch von Bundesseite unterstützt. Und ich denke, der lokale Ansatz, der hier vertreten wird, also vor Ort in Neuperlach, mit Neuperlacher Jugendlichen zu arbeiten, ist besonders förderungswürdig. Ja, das hören wir gerne. Und wir hoffen auch, dass in Berlin dann wirklich darauf gehört wird, dass, so wie in Berlin heißt es ja, im Kiez ist das los, da fühlt man sich zu Hause, da will man beschäftigt sein. Das wünschen wir uns für unsere Quartiere in München genauso, hier im Münchner Osten. Ich glaube, das sitzt. Und ich bin gern dabei.